Hallo, ich möchte dir zeigen, wie du mit Microsoft Forms eine Umfrage oder ein Quiz erstellen kannst. Dazu gehst du in den Browser und meldest dich bei forms.office.com an mit deinen Zugangsdaten bei Microsoft. Hier siehst du die Formulare. Ich habe schon einige erstellt. Auf der linken Seite neues Formular. Du klickst auf das Plus und sofort kann man ein neues Formular erstellen. Als Titel nehmen wir Lernen unter Covid-19. Jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten, Fragen hinzuzufügen, aus verschiedenen Fragetypen zu wählen. Zum Beispiel, ich habe hier eine Auswahlfrage, eine Multiple-Choice-Aufgabe wäre es dann, wo ich aus mehreren vorgegebenen Optionen auswählen kann oder ein freies Textfeld einfügen kann für eigene Antworten oder ich habe auch die Möglichkeit für eine Bewertung. Wir beginnen mit der Auswahl. Ich gebe meine erste Frage ein. Wie viele Stunden pro Tag hast du dich mit schulbezogenen Aktivitäten befasst? Eine Stunde, zweite Option, 2 Stunden oder 3,5 Stunden am Tag. Oder vierte Option vielleicht 6 Stunden. Die erste Frage wäre fertig. Wir fügen eine zweite Frage hinzu. Jetzt nehme ich ein freies Textfeld mit der Frage, was funktionierte gut? Hier kann man die Antwort hineingeben. Ich kopiere das. Gleich eine dritte Frage. Was funktionierte weniger gut? Und als letzte Frage vielleicht dein Name. Und ich bin fertig. Ich kann noch ein hübsches Design auswählen als Hintergrund. Hier habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich nehme jetzt, dies ist das Design als Hintergrund. Und wenn ich fertig bin, kann ich über Teilen anderen meine Umfrage zukommen lassen. Hier oben hat man Personen aus meiner Organisation. Ich kann auch den Link kopieren, diesen Link kopieren und dann über eine E-Mail einfügen und zukommen lassen. Oder eine andere Variante wäre einen QR-Code erstellen, den herunterladen. Die Schüler können den scannen. Eine weitere Möglichkeit wäre einbinden, einbetten, zum Beispiel in ein Schulebuch oder ein LMS, auf LMS in ein E-Book. Man hat verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich jetzt schon neugierig bin, ich kann nebenbei beobachten, wer schon die Fragen beantwortet hat. Indem ich wieder hineinklicke und rechts oben sehe ich, dass eine Person schon daran gearbeitet hat. Ich sehe sofort unten ein Diagramm und die Auswertung mit den Fragen. Ich hoffe, das Video hat dir ein wenig geholfen, Microsoft Forms besser zu verstehen. Ich wünsche gutes Gelingen.